Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Stereo Trader Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen bei FX Flat. Und Sie hören schon, heute auch wieder mit Dirk Kilger. Und mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und freue mich natürlich, dass Sie wieder heute live dabei sind. Wir schauen uns den Risikohinweis an, wie immer. Und an der Stelle muss ich Ihnen sagen, dass dieses Webinar nur zu Schulungszwecken dient. Bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, denn Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Okay, dann Dirk, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm, wünsche wie immer viel Erfolg, aber auch viel Spaß. Das hatte ja gerade schon so ein bisschen was Gehässiges, ne? Nein, überhaupt nicht. Im Unterton, ich habe es genau rausgehört. So wie du Ach, gesagt hast, Quatsch. ja, sie hören ja wie immer und dann kam schon das Schmunzeln mit dir Kicker und ja, ich habe das Du schon bist verstanden. viel zu müde heute. Meinst du? Das liegt daran, ist meine Aufnahmefähigkeit eingetrübt. Ja, dann erstmal auch von meiner Seite guten Morgen hier aus Colonia, aus Kalifornien zum DAX Live Trading. Oder ja, mal gucken, ob es ein DAX, ein Live-Trading wird und geht natürlich auch hier um den Dow und sind ja doch einige anwesend. Mich erstaunt das immer, macht ihr alle keinen Urlaub? So, dass irgendwie die Teilnehmerzahl, die wird ja irgendwie nicht weniger. Das ist irgendwie völlig konstant, beziehungsweise halt nach wie vor total auch sogar zunehmend. Finde ich natürlich sehr schön, aber ich dachte immer, ich bin der Einzige, der irgendwie nicht dazu kommt, mal irgendwie Urlaub zu machen. Und aber sieht so aus, als würde es da einigen auch noch so gehen. Aber ich glaube, oder beziehungsweise sind ja auch in NRW, sind ja noch keine Ferien und der eine oder andere hat ja bestimmt irgendwie Nachwuchs. Und vielleicht liegt es auch daran, hängt bei mir tatsächlich auch damit zusammen. Ich werde auch erst im August erstmal irgendwann eine Woche oder ein bisschen länger als eine Woche auch mal weg sein. Aber noch ist es nicht so weit. Ja, hier ganz kurz. Ich bin, wie man sieht, hier auf dem Dow gerade unterwegs. Da habe ich vorhin halt, als ich hier gestartet bin, halt nur gerade was entdeckt und gesagt, komm, das kannst du mal machen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof, dass ich den jetzt halt hier schon als offenen Trade mitbringe. Aber das war einer dieser typischen, also für meine Begriffe so ein bisschen Elfmeter ohne Torwart. So einer von den Trades, die halt fast immer aufgehen. Ich hatte das auch letztens, glaube ich, schon mal gezeigt. Irgendwann in einer der letzten Webinare halt, wie man Außenstäbe halt scalpen kann. Und das hat sich hier halt ergeben. Ich zeige das nur hier gerade mal im kleinen Bild. Wir haben ja halt hier eine ziemlich lange Kerze, 5-Minuten-Kerze über Nacht gehabt. Hier mit, wie waren das, irgendwie 70 Punkten runter. Sowas wird gerne auch am Stück zurückgekauft, aber dann eben auch nicht ohne weiteres überlaufen. Ne? Sieht man ja hier. Das heißt, der hat einer ziemlich großen Topf aufgemacht und das Ding nach unten gedrückt. Ist dann halt hier erstmal unten irgendwo, sage ich jetzt mal, obwohl 666 jetzt nicht so wirklich irgendwo, aber halt da hat reagiert, hier ein bisschen konsolidiert und dann halt eben ein Stück weit nach oben bis zum Anfang von diesem Ausbruch. So, und da drüber halt einfach kurzerhand Short. Ich hatte hier noch eine skalierte Position, die hat es gar nicht gebraucht. Das hat halt relativ schnell reagiert und jetzt habe ich hier einfach mal ein paar FIBOs halt noch dazu eingezeichnet und generell würde ich das schon als Long sehen. Also ich glaube nicht, dass das einfach nach unten weitergeht, aber die Frage ist dann wo und da passen halt eben jetzt gerade auch dann die von den FIBOs her, die 61,8, die passt hervorragend hier zum letzten Cluster, was wir halt an der Stelle haben. Das heißt, das wäre halt mein Ansatz, wie immer, ne? Also erstmal Widerstand durch. Und dann fehlt halt hier der Backtest. Das heißt, da könnte ich mir schon vorstellen, dass wir da jetzt erstmal hinlaufen und dann hier in dem Cluster, also angefangen von 690 bis runter etwa 680, also im Bereich von nur 10 Punkten etwa, hier sollten wir nochmal eine Reaktion kriegen. Ja? Also vorausgesetzt, er geht jetzt am Stück halt hier unten hin. Und das wäre halt so der ganz normale Ansatz davon. Das deckt sich auch im hier mit der 685, die hatte ich halt auch in meinem Bild auch drin, im Blog von heute, beziehungsweise ist schon ein bisschen länger drin, das ist bei mir die Sommerloch-Marke. Da hatte ich ja letztens, hatte ich ja halt so ein Bildchen gepostet und habe geschrieben, ich habe das Sommerloch im Dow entdeckt. Bei 685 war das, sieht man jetzt hier nicht mehr so genau, was es damit auf sich hatte, aber wenn man es ein bisschen größer macht, erkennt man es.
Das war hier so ein Anstieg und dann ist er hier so plopp da ziemlich schön drunter. Ist jetzt hier der H4, erkennt man natürlich nicht mehr so deutlich, aber ist dann erstmal da schön reingefallen, wurde auch von unten bestätigt und so weiter, hat aber dann mit dem Gap wieder drüber eröffnet. Ja, und das war halt so das Sommerloch und da ist er gerade nochmal dran abgeprallt, beziehungsweise halt hier mit bisschen Übertreibung, wie ich ja gerade gezeigt habe, zur 666. Und das passt natürlich auch wieder gut damit zusammen. Die wäre aber dann genau hier bei der 683. Dort wäre halt die Fibo, die 76,4. Also würde schon passen, wenn wir hier jetzt nochmal eine Reaktion kriegen und dann nicht unbedingt jetzt an einem Stück durchfallen. Und Stop ziehe ich hier erst einfach mal nach anhand von den Außenstäben. Kann natürlich auch sein, dass jetzt einfach wieder hochläuft. Und wir erst oben nochmal testen, aber generell wäre das halt schon so die Bewegung, wo ich sage, dass das macht halt Sinn, dass wir halt hier unten nochmal starten und das dann halt nochmal versuchen. Aber schätzungsweise werden wir das ja dann auch gleich rausfinden. So, ich gehe mal unterdessen hier zum DAX. Ich muss hier nur gerade meine Bildschirme mal ein bisschen sortieren. Und so. So, der DAX. Also, befassen wir uns mal mit dem, weil der hat ja, ja, hier schreibt schon der ein oder andere Urlaub, weniger Fremdwörter. Wir können nicht ohne dich. Ja, finde ich gut. Ich kann ohne euch auch nicht. Es wäre mir viel zu langweilig, hier den ganzen Tag immer alleine sitzen. Und von daher finde ich, das ist ja auch sehr löblich, dass ihr heute so zahlreich da seid. Die Teilnehmerzahl hat sich jetzt in der Zeit, wo ich das hier erzählt habe, schon fast wieder 50% mehr geworden. Das ist natürlich echt heftig und aber auch gleichzeitig natürlich sehr schön. So, dann gucken wir uns mal den lieben DAX an. So, der klebt hier genau am Gap, wie man unschwer erkennen kann. Und ich kann Gaps einfach nicht leiden. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe da echt immer so ein bisschen meinen Stress damit, weil mir da halt einfach so rückwirkend halt irgendwie so ein klarer Ansatz fehlt, wie handelt man halt Gaps. Also ich weiß, es gibt Strategien dafür und der David Warney, was ja auch ein Partner ist hier vom Stereotrader, der von AlgoCamp, hat auch da zum Beispiel eine Strategie mal irgendwie dazu vorgestellt. Ich glaube, bei euch auch am Stand, ne? Nelson, bei der BOT, letztes oder vorletztes Jahr war das. Und wo es mal um eine automatisierte Gap-Strategie ging, wenn man sowas hat, tut man sich für meine Begriffe natürlich auch leichter, sich da halt auf irgendwas zu verlassen, weil man dann natürlich dann halt irgendwo eine gewisse Relevanz hat, eine Statistik, auf die man dann bauen kann, wo man sagen kann, okay, ich weiß, das funktioniert in der Regel, weil meine Statistik sagt, in was weiß ich, 70% der Fälle ist so und so. Und das fehlt mir einfach bei den Gaps generell. Und deswegen weiß ich jetzt zum Beispiel mit dem Punkt hier nicht wirklich was anzufangen. Ich habe zwar auch unabhängig von dem Gap und auch schon vorher hier eine ziemlich fette Linie eigentlich bei 458, die jetzt hier nur gestrichelt dargestellt ist, aber die auch im Block drin ist und man hat da eine Reaktion, aber was jetzt damit anzufangen, das steht für mich so ein bisschen auf einem anderen Blatt. Weil generell sage ich ja halt immer, so ein Gap Close ist eigentlich, also jetzt in dem Fall zum Beispiel, wenn wir von oben nach unten kommen, ist erstmal nicht unbedingt positiv, ne, zu werten. Weil es ja halt einfach, weil dann die Gefahr besteht, dass wir halt einfach hier dann durchfallen und dann eigentlich nur zum nächsten Ausbruchspunkt wieder laufen und dann letzten Endes am Gap scheitern, weil ja auch nicht wahnsinnig viel nachgekommen ist. Also ich bin hier im Stundenchart unterwegs und das sind jetzt hier teilweise auch noch die Linien von den NFPs vom letzten Freitag vom Live-Trading und die auch so weit funktionieren. Also man hat auch gesehen hier die 550 gestern nochmal. Wir hatten auch gestern hier oben an der Stelle habe ich auch einen Short gepostet, der hat tatsächlich genau gepasst. Wobei das auch so ein bisschen Vermutung auch damit reingespielt hat, muss ich auch fairerweise dazu sagen. Weil ich habe da auch keine Linie und gar nichts hier an der Stelle. Da war gestern halt ein Pivotpunkt und das war die Übertreibung. Das war einfach so ein typisches
DAX-Muster, wo ich halt noch gemeint habe, eigentlich braucht es ein höheres Hoch, um damit, weil das ist typisch DAX, um dann halt irgendwie dann doch nochmal runter durch die Range zu fallen. Eine Range sieht man hier nicht, die hat sich nur gebildet im 5-Minuten-Chart, maximal 15 Minuten und das hat er dann auch gemacht. Aber nichtsdestotrotz, letzten Endes dann halt hier an die alten Marken, an die 550, nochmal von unten nochmal angetestet. Die 535 sieht man hier. Das war mein Exit für den Short, die hat auch im ersten Ansatz gehalten und die kam übrigens, die hatte ich letzte Woche bei den NFPs da reingebaut. Und da sieht man halt auch, dass auch wenn Geschichten nicht sofort irgendwie eintreffen, macht schon Sinn, die halt da drin zu lassen, weil gestern hat man dann schon deutlich gesehen, dass das halt dann doch noch funktioniert hat. So, was wir halt hier jetzt generell haben, jetzt stellt sich halt hier die Frage zur Eröffnung. Selber würde ich halt hier jetzt erstmal gar nichts machen, sondern wirklich mal gucken, was jetzt halt passiert, also wie jetzt halt der Markt damit umgeht. Weil ja, wir sind hier an dem Gap und ja, die 458 wäre auch eine Triggerlinie bei mir. Trigger heißt, wenn wir per Stundenschluss darunter schließen, sollte es eigentlich in einem kurzen, wenn es nochmal ganz kurz nach oben geht, auch direkt weiter runtergehen. Jetzt haben wir hier natürlich so ein bisschen das Problem wie immer, dass nämlich halt zwischen 8 Uhr und 9 Uhr ist natürlich nicht dieses Riesenvolumen. Das heißt, das muss dann so genau nicht funktionieren. Aber generell vom Bild her, wenn ich das so sehe, also wenn ich jetzt mal nur auf die 9 Uhr Bewegung halt jetzt hier baue, wenn ich das vom Bild her sehe, würde ich behaupten, diese Kerze kauft er nicht zurück. Weil wir haben halt hier ein höheres Hoch an der Stelle. Und weil wir halt einfach so wirklich die letzten Stunden hier einfach mal komplett umschließen in die Short-Richtung. Und in der Regel ist es halt so, dass das dann eigentlich auch hält. Vorausgesetzt, wir drehen jetzt nicht in den letzten 3 Minuten noch nach oben und bleiben doch irgendwo hier oberhalb. Dann könnte es ein bisschen Gezerre geben. Aber wenn wir jetzt halt hier wirklich irgendwo unter dem Gap halt schließen, dann würde ich immer tippen, kriegen einen kleinen Rücklauf und gehen dann halt runter. Und dann haben wir hier die 410 eigentlich auch schon wieder recht schnell im Visier, die ja auch nicht wirklich weit weg ist. Und die 410 ist halt eine von denen, die schon ganz furchtbar lange hier im Bild auch mit dabei sind, ist einfach bekannt für Umsatz. Ja, also da war halt einfach in den letzten Jahren immer viel Umsatz und da wird wahrscheinlich auch wieder viel Umsatz sein. Und was natürlich das Ganze auch nochmal unterstreicht, ist eben die Geschichte hier, die wir auf der linken Seite sehen. Das heißt, erstmal halt Widerstand, hat ein paar Stunden gehalten, durchgekauft, kein Backtest. Und von daher wäre das jetzt schon erstmal so ein Punkt, der gekauft werden könnte. Jetzt habe ich aber auch letzte Woche schon geschrieben, wenn wir die 410 nochmal sehen, kann das halt auch leider komplett nach hinten losgehen. Mal gucken, ob ich jetzt hier dargestellt kriege, warum. Also hier sieht man halt auch, ne, deutlich an der 410, klar, das waren mal ein paar Punkte Übertreibung, aber man sieht ja dann halt letzten Endes, wie es gelaufen ist. Also erstmal hier relativ genau runter und dann hier der Versuch nochmal drüber zu kaufen und dann halt schon ordentlich dann nach unten gedrückt, die ganze Geschichte. Also das heißt, hier wird schon was passieren. Davon sollte man mal ausgehen. Ob das dann bedingungslos long ist, ich würde die schon long handeln. Ja, also für ein paar Punkte sollte es da eigentlich schon reichen, wenn wir da hinkommen. Aber ob die jetzt halt wirklich das ganze Bild halten kann, ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall nicht so wirklich einfach. Ich muss jetzt gestehen, ich komme nicht mehr so wirklich drauf, warum ich da gesagt habe, das sollte dann eher nicht funktionieren. Ich glaube, das war aber in dem Bereich, wo wir nicht so allzu hoch waren. Weil dann war das vermutlich dann halt der Gedanke, dass wir ein Exhaustion Gap, also ein Erschöpfungsgap bekommen könnten an der Stelle. Und das heißt, wir sind hier nur so ein paar Punkte hochgelaufen. Wenn er dann runtergekommen wäre, dann wäre es halt der ganze Anstieg irgendwo ein Fake gewesen. Aber jetzt haben wir uns ja ein paar Tage da oben gehalten. Von daher gehe ich jetzt schon mal davon aus, dass wir hier auch noch eine Reaktion kriegen. Vorausgesetzt, wir laufen jetzt überhaupt jetzt, also jetzt mal die nächste Stunde dann auch dahin, was ich ja natürlich nicht weiß. Ja, es kann ja auch noch im Laufe des Tages kommen. Und muss ja jetzt nicht unbedingt sofort passieren. So, jetzt gucken wir es mal an. 3 Sekunden haben wir noch. Ich schalte mal um auf den Stundenchart. So, genau drauf geschlossen auf dem Gap. Gucken wir, da ist wahrscheinlich gleich raus. Ne? Nee, noch sind wir drin.
So, mal gucken, wie weit die Geschichte geht, was halt jetzt halt passieren könnte. Also, das halt wirklich hat versucht, die ganze Kerze hier entsprechend in einer Bewegung zu eliminieren. Wir sehen, er hat genau draufgeschlossen. Das ist natürlich auch so das, was ich dann halt natürlich für einen Trigger am wenigsten brauche. Sondern besser ist, einfacher ist natürlich immer, wenn es deutlich irgendwo drunter schließt oder deutlich drüber, weil dann kann man das im Rücklauf natürlich wesentlich einfacher dann auch handeln. So, der ist jetzt aber raus, ne? Genau, ja. Okay, dann mache ich den mal weg. So, mal angenommen, ne, also hier, das reicht mir halt jetzt einfach von dem Schlusskurs nicht wirklich. Deswegen wäre es denkbar, also entweder hier oben bis an die Eröffnung, wo jetzt ja fast schon war, oder wenn es halt eben zur Übertreibung kommt, dann würde ich tatsächlich hier oben den Bereich 495, das war ja auch das Tief von gestern, auch aus dem gleichen Ansatz heraus. Ich kann auch hier mal was dazu zeichnen. So knapp drunter, da haben wir jetzt halt zufälligerweise auch den EMA 200, aber das war halt eben noch Support. Und hier ja auch mehrfach, ne, ist hier entsprechend gekauft worden, gestern nochmal gekauft worden und da sind wir jetzt halt durch über Nacht. Und infolgedessen wäre das natürlich jetzt auch mal ausgehend davon, dass das Paritätsumkehrprinzip ja halt eben in den meisten Fällen funktioniert, wäre das natürlich ein Punkt, ja, so ein bisschen Premium-Punkt halt einfach, wenn wir da hinlaufen, einer Bewegung dann halt, sollte es dann halt auch entsprechend nach unten reagieren. Schwierig wird sowas immer nur dann, wenn es zum Beispiel zu langsam halt dahin geht. Ja, also wenn wir halt wirklich so uns nach und nach halt da hochhangeln, weil das heißt ja dann immer schon, dass da einiges dann an Verkäufern auf der Seite da unten ja dann auch entsprechend schon sozusagen eliminiert wurden. Und dann hat das nicht so viel Aussicht auf Erfolg, wie wenn es dann zum Beispiel in einer Bewegung halt stattfindet. So, aber vom Prinzip her passt das jetzt schon. Also so ein bisschen höher hätte er schon noch irgendwie gehen können. Aber ein Rücklauf hier an die Stelle jetzt erstmal runter, wie gesagt, bei so einer Kerze eigentlich halt nicht, ne? Mich hat jetzt nur der Schlusskurs hier ein bisschen gestört an der Stelle. Aber okay. So, wer es trotzdem gemacht hat, der liegt natürlich jetzt erst schon mal gut vorne. So, dann gucken wir jetzt mal. Also die 410 würde ich tatsächlich, wie gesagt, mal eine Runde kaufen. Bitte nicht nachmachen. So, was haben wir hier? Ist noch ein Pivotpunkt. Da haben wir noch die, gut, Intraday-Fibos ist jetzt vielleicht noch nicht so wichtig. Aber das kann man hier, glaube ich, schon mal irgendwie versuchen. Direkt mal halt eine LPO-Order dahin. So, und der DAU hat uns da gerade rausgefischt, wie ich sehe, auf der anderen Seite bei 685. Da sollte der ja hin. Generell, mal gucken, ob wir den hier. Das ist jetzt genau an dem Cluster. Gut, das war jetzt halt ein bisschen doof, aber ist ja okay. Aber nichtsdestotrotz ist das hier das Cluster, wo ich ja meinte, das wäre jetzt auf jeden Fall mal die nächste plausible Anlaufstelle. So, und da sind wir jetzt auch erstmal. Aber in der Regel läuft ja auch nicht so schnell weg. Von daher lasse ich den jetzt auch mal kurz in Ruhe. Gucken, ob wir die Unterseite hier sogar kriegen. 685. DAX hat noch ein bisschen Luft. Uns ist ja natürlich auch erst die erste 5-Minuten-Kerze. Jetzt haben wir hier so ein Pivot. Kann natürlich jetzt auch punktgenau halten, aber ich würde halt schon versuchen, da eine Etage tiefer reinzukommen. Ist natürlich schade, ne? Ich meine, wenn man so eine Bewegung erwischt, ist natürlich klasse. Hätte man vielleicht auch ein bisschen mutiger sein können, aber okay. Ja, weil das sind einfach mal 40 Punkte hier in 5 Minuten. Und dann wären wir hier nämlich eigentlich schon fertig. So, mal gucken, wie das im Tageschart aussieht. So, ich gehe mal auf den M5 dann auch hier. Mal gucken, ob das funktioniert. So, 417, ich habe hier noch so ein paar Zwischenstationen eingezeichnet.
die aber erstmal ohne Bedeutung sind. Das ist jetzt erstmal nur das Peak High. Also das sieht man halt auch hier nochmal im Stundenchart. Ja, das sind hier diese Peaks, die wir halt hier haben, beziehungsweise genau der Punkt hier, wo wir jetzt erstmal dran kurz abgeprallt sind. Aber ich würde schon gern, also um das halt mehr als irgendwie nur 3, 4 Punkte zu machen, halt schon gern hier einmal reinstechen in dieses alte Cluster hier, in das Widerstandscluster. Und weil so vermute ich mal eher, dass wir halt erstmal noch ein bisschen auf der Stelle hier treten, bevor dann halt irgendwas weiter passiert. Ja, nur weil es jetzt hier gerade so ein bisschen reagiert, das heißt ja erstmal nichts. Weil wenn jetzt zum Beispiel einer von den Händlern halt hier im 5-Minuten-Rhythmus agiert, und dann wird man das recht schnell sehen. Dann kriegen wir nämlich hier nochmal so eine Anschlussbewegung dahin auf diese erste 5-Minuten-Kerze. Das wäre zumindest jetzt nicht ganz untypisch. Das ist genau wie mit Longen, sieht man ja auch oft, wenn man dann halt irgendwo einen Ausbruch hat. Und dann klebt es ja meistens irgendwie erstmal an der Decke fest, bevor es dann halt wieder runterkommt. Und das ist bei Short in der Regel nicht anders. Das heißt, normalerweise, wenn wir jetzt nicht irgendwie ganz klar im Long-Trend sind, und das sind wir für meine Begriffe eben nicht, und dann passiert da eigentlich genau das Gleiche. Das heißt, wir kriegen nochmal irgendwie einen Test, nochmal einen Test, vielleicht nochmal ein tieferes Tief, bevor es dann halt irgendwie hochgeht, wieder ein Stück weit. Nur muss man halt hier dann logischerweise auch ganz klar aufpassen, dass man halt irgendwie nicht verpasst, wenn die ganze Nummer halt hier kippt. Ja. Also ich meine, noch ist ja nichts passiert. Wir sind generell im Long-Impuls, hier immer noch im Daily. Zwar für meine Begriffe noch längst nicht im Trend, aber halt in dem Impuls, und der wird ja natürlich auch gerne mal verteidigt und gehalten. Und was wir halt jetzt hier zum Beispiel sehen, das kann ich auch mal kurz zeigen, im Tageschart. Wenn wir da mal halt hier diese Stelle nehmen, hier ab dem Gap als Beispiel, da haben wir halt hier eine Aufwärtsbewegung, immer wieder gekauft wurde. Kam dann hier oben zwar nicht mehr so wahnsinnig weit, aber was halt eben ja auch ganz typisch ist, ist, dass solche Bewegungen halt, solche Ausbrüche ja auch verteidigt werden. Das heißt, diese Tageskerze, die sieht jetzt erstmal natürlich sehr short aus, aber wir haben jetzt noch nicht mal irgendwie 10 Uhr, also gerade mal irgendwie gerade 7, 8 Minuten nach 9, ja, also so, das Ding kann natürlich auch genauso gut wieder in grün, beziehungsweise halt hier in weiß enden und da oben drüber nochmal halt schließen. Ja, also darf man halt nie vergessen. Das sind dann nachher so die schönen Bilder im Chart, wo man sich denkt, so, was ist das für eine Wahnsinnskerze? Und die fangen halt immer auch so an, wenn man dann halt solche Gebilde hat, wie hier zum Beispiel. Ja, da sieht man es ja halt auch schön. Ja, die fingen morgens auch so an, diese Kerze, da ging es halt erstmal auch runter. Klebte da unten irgendwo dran, dann dachte man, oh, alles klar, das Ding fällt sich zu Tode. Und dann kommt genau nachher so ein Teil halt dabei raus. Und so massiv muss das hier jetzt natürlich nicht werden, ja, aber sollte man einfach immer im Hinterkopf behalten, da war es auch irgendwie 8, 9 Uhr, ja. Und das ist nur ein Platzhalter und mehr erstmal nicht. Ich sage nicht, dass es so kommt, auf gar keinen Fall, weiß ich natürlich nicht. Aber wenn man halt solche Bilder halt hat, muss man es einfach im Hinterkopf behalten. Und dass es eben genauso auch enden kann. Und deswegen da halt immer mit bisschen Demut oder Respekt halt an den Markt halt rangehen und nicht irgendwie immer zu sehr überzeugt davon sein, dass das jetzt ja auf jeden Fall so und so wird, wie man sich das halt selber vorstellt. So, da werden wir wohl mal die 15 Minuten abwarten müssen, wie das hier aussieht. Gucken, ob da jetzt noch was nachkommt oder ob die das tatsächlich das jetzt schon wieder zurückkaufen auf den Anfang. So wirklich glaube ich es noch nicht. Das wäre ein bisschen zu einfach, aber wir werden es gleich sehen. So, der Dow tatsächlich hier genau bei der 685 nochmal reagiert. Ja, vielleicht liegt es jetzt doch daran, dass ich ein bisschen müde bin. Da lag ja vorhin wirklich die Order genau an der Stelle, aber okay. Na, ich habe nämlich tatsächlich heute Nacht irgendwie 4 Stunden oder so halt geschlafen. Das ist halt ein bisschen wenig. Man sehe mir nach, wenn ich da mal kurz ein bisschen Delay habe in der Synapsenvertratung. So,
9:10 Uhr. Also von der Struktur her, natürlich ist es jetzt erstmal Intraday. Short, klar, aber auch das, auch die Stundenkerze hier, erstmal nur ein Platzhalter, nicht mehr und nicht weniger. Das könnte man natürlich hier versuchen, reinführen, Skype, und sich einfach hier die letzten Peaks halt nimmt und als Beispiel dann halt hier ja, irgendwo Short gehen. Könnte man natürlich jetzt machen, muss man aber im Zweifelsfall dann auch echt fix sein. Also bis an die Eröffnung muss ja da gar nicht mehr unbedingt zurück, sondern eher so knapp drunter reicht dann halt auch. Kann man mal versuchen, wenn er das denn macht, weil oft ist halt eben so, wenn jetzt die 15-Minuten-Kerze, wenn die jetzt halt erstmal so aussieht, ja, ich weiß hier, ich bin hier im Stundenchart, aber es ist ja nichts anderes. Und dann gibt es dann halt recht oft auch nochmal einen Nachimpuls dann halt so, dass die Bewegung dann halt bis 9:30 Uhr dann halt fertiggestellt wird. Deswegen würde ich das jetzt hier schon mal versuchen wollen an der Stelle. Ich kann das ja irgendwie auch mit mehreren Positionen machen und muss ja nicht unbedingt das mit einer einzigen Position hier bewerkstelligen. Also aber bitte nicht nachmachen, weil ne, wir können genauso gut die andere Bewegung immer noch bekommen, die ich vorhin meinte, das wird erstmal hochgehen an die 492. Und dann wäre es halt eben so, dass das Live-Trading dann hier wahrscheinlich irgendwie erstmal mit einem Minus endet. So, ich gehe jetzt mal rein. Und das halt, das haben wir schon oft ja auch gehabt, dass dann halt alles, was ich erklärt habe, dann im Nachhinein halt zwar dann funktioniert, aber eben nicht unbedingt innerhalb der ersten Stunde. So, ich mache den hier auch mal, würde hier auch mal zwei machen. Zumindest mal. Und baue jetzt mal drauf, dass wir die 15-Minuten-Kerze in die Richtung abschließen, in die wir gestartet sind. Und dann halt auch nochmal eine Anschlussreaktion kriegen, wo das Low dann halt auch nochmal entsprechend getestet wird. Das wäre jetzt hier so mein Ansatz. Wir haben jetzt natürlich hier zwei Pivots, die relativ eng zusammenhängen. Beide getestet, der hier ein bisschen deutlicher und der ein bisschen weniger deutlicher. Und auf Pivots selber gebe ich eigentlich nicht so viel, außer sie reihen sich dann halt irgendwo ein in entsprechend halt das Gesamtbild dann halt generell. Ja? Also wenn ein Pivot jetzt halt zu sowas dazukommt, zu einem Punkt, wo ich sage, so der macht halt Sinn. Und dann ja, dann gucke ich da schon drauf, weil die natürlich gerne gehandelt werden und gerne angelaufen werden. Aber inwiefern die jetzt halt reagieren, das steht natürlich auch nochmal auf einem anderen Blatt. Und was ich halt zum Beispiel auch gerne nutze im DAX, ist immer so den R2 oder entsprechend den S2 aus dem Stundenchart. Aber auch da muss man immer gucken, dass es halt mit irgendwas anderem halt zusammentrifft. Und nicht nur, weil da jetzt irgendwie ein R2 oder R1 ist, denen halt handeln. Das macht meistens keinen Sinn, sollte schon irgendwie passen. Und da sieht man jetzt halt hier halt auch, den hier haben wir ja oben tatsächlich relativ genau bei der 492 oben, den ich, ja, 493. Wäre jetzt halt der R2 hier im Stundenchart. Und von daher kann das natürlich schon noch sein, ne? Dass wir das halt hier innerhalb der nächsten Stunde, dass wir einmal auch komplett da oben hinlaufen. Aber dann wäre es natürlich halt tatsächlich ein Punkt, wo ich sage, da auf jeden Fall, weil das einfach nochmal ein Argument mehr. Ja, also einmal halt hier generell, weil das halt die Unterstützung von gestern gewesen ist. Und dann halt eben auch noch jetzt der R2, dann halt, der dann hier mit dazukommt. Und von daher macht das natürlich dann auch schon Sinn. So, die 15-Minuten-Kerze, die ist dann gleich fertig. Ich habe jetzt hier die zweite Teilposition wurde gefüllt. Ja, gucken, wichtig wäre jetzt natürlich schon, dass das Ding nicht unbedingt grün endet, weil dann fliege ich hier wahrscheinlich raus. Jetzt könnte man das, was man übrigens bei sowas, ich sage halt immer wenn ich zum Beispiel skalierte Trades oder so halt auch in Facebook in der Gruppe bespreche. Skalieren heißt nicht immer nur, dass man halt im Plus halt die Position skaliert auflösen kann. Man kann natürlich auch hier genauso gut Folgendes machen, um das mal zu zeigen. Ich kann natürlich hier genauso gut auch nochmal die Position im Minus halt hier rausgeben, ja, und könnte zum Beispiel genauso.
so eine Geschichte ebenfalls machen. Ich sage, ich gebe den hier als Beispiel erstmal raus und gebe ihn dann halt hier wieder rein. Ne? So habe ich halt dann nicht einen Stop-Loss, der dann halt eben an einer fixen Stelle ist und der immer die ganze Position dann halt schließt, sondern entsprechend halt auch genauso in Teilen ist es halt dann auch machbar. So, jetzt gucke ich mir mal kurz hier den M15 mal an. Ich hätte auch mal den X-Frame laden können. So, ich gebe den mal, ich lasse den ruhig mal, ja, PH ist, ja, danke. So, da hat er nur darauf gewartet, dass ich ihn da hinschiebe. Aber okay, ich gebe den mal nochmal rein. Dafür war mir diese Bewegung ein bisschen zu illiquide. So, ne? Kann jetzt halt einfach passieren, dann würde ich jetzt hier auch gleich auflösen, wenn das jetzt wirklich halt hier nochmal durchdrückt. Und also mit drei Positionen kann ich das hier schon machen. Und aber dann würde ich tatsächlich eher abwarten, was dann da oben passiert und dort nochmal drauf bauen, dass wir eher dort halt entsprechende Reaktionen kriegen, die dann auch wieder ganz runter laufen könnte. So, weil für den Short hier war ich, glaube ich, ein bisschen zu langsam, ne? Sieht man ja auch gerade. Das war irgendwie, da hätte ich besser mal einen Kaffee mehr getrunken, hätte ich direkt gemacht, als jetzt eben halt auf dem Weg. Ja. So, die ist jetzt erstmal raus. So, das war jetzt nicht so eine gute Idee. Aber ist okay. Jo, gibt dann halt mal einen kleinen Knick, ne? So, das heißt, ich konzentriere mich jetzt auf den oberen Bereich, lasse den jetzt hier in Ruhe an der Stelle. Das bringt nämlich jetzt nichts, weil ganz offenbar geht es jetzt da unten erstmal nicht weiter. Oder beziehungsweise die Chance ist jetzt nicht allzu hoch, dass es dann da unten weitergeht. Ich behalte mal noch den DAW gleichzeitig im Auge. Aber wir sind jetzt natürlich jetzt hier, ja, das ist halt aber genau das, was ich vorhin halt meinte, was mir halt einfach nicht gefällt und nicht gefallen hat. Und jetzt bewahrheitet sich auch, dass wir halt hier einfach einen Schlusskurs wirklich exakt auf der 4, 5, 8 haben. Und das ist halt immer so ein Ding, wo halt einfach, da kann ich auch irgendwo Würfel auspacken. Und weil es eben nichts drüber oder wenig drüber aussagt, über die Chance von der Anschlussbewegung her halt, ne? Auch wenn wir jetzt hier kein neues Hoch haben an der Stelle, aber man sieht es ja halt schon. Und deswegen baue ich da halt, deswegen lasse ich das jetzt hier auch mal in Ruhe. Und das ist halt eben auch das, was mich auch generell stört, dann halt an Gaps, weil es halt einfach, ja, die werden gehandelt, aber wie ist echt so die ganz große Gretchenfrage an der Stelle? Weil hier ist ja halt jetzt Volumen aufgekommen, einmal runter, einmal hoch. Und hier eine Reaktion dann halt an dem Peak, wie ich ihn halt eben gezeigt habe. So, was macht der DAO? Das gleiche in Grün. Da wäre das tatsächlich klüger gewesen, ne? So im Nachhinein. Da unten die Order einfach drin lassen, wie es ursprünglich halt vorhatte. Und da erstmal die Reaktion mitnehmen. Das war natürlich wesentlich sauberer, mal wieder natürlich, im DAO. Hat hier keine neuen Tiefs gemacht, einfach nur das letzte Cluster angetestet und dann erstmal nach oben reagiert. So, und der DAX, und deswegen mag ich den manchmal einfach echt nicht, muss hier unbedingt ordentlich neue Tiefs machen, dann wieder zurücklaufen. Und das ist halt einfach auch, was den DAX oft so ein bisschen anstrengend halt auch macht. Aber jetzt wird wahrscheinlich auch nicht mehr passieren. Außer jetzt erstmal in den nächsten 10 Minuten dann halt hier irgendwo drin festklemmt. So, bei den NFPs hat das ja ganz gut geklappt mit dem Live-Trading. Da ist ja wirklich, habe ich einen punktgenauen Fill ja auch beim DAX gehabt am Freitag und hier jetzt leider halt mal einmal andersrum. Aber so ist das halt, ne? Man kann es ja auch nicht immer richtig machen. Ich finde es auch immer gar nicht schlimm, wenn dann auch mal einer daneben geht. Und selbst wenn, ja, selbst, weil hier sieht man ja, ne? Ich meine,
Der Stop war vielleicht nicht so intelligent, dem hätte ich eigentlich so ein, zwei Punkte mehr geben müssen, weil er hat ja nicht wirklich ein neues Hoch gemacht da oben an der Stelle. Aber trotzdem, das ist mir schon, dem DAX traue ich da halt einfach nicht wirklich. Und man muss für einen Trade irgendwie auch noch, finde ich, ein gutes Gefühl haben, wobei halt das mit Gefühl nicht irgendwie gemeint ist, so, ah, ich habe jetzt das Gefühl, der macht diesen, das und jenes, nein, sondern einfach nur, man muss sich mit dem Trade halt irgendwo wohlfühlen. Und es muss halt irgendwo in den eigenen Ansatz dann halt reinpassen. Und das hier, das sind so Geschichten, wie ich es ja gerade halt gesagt habe, da kriege ich halt eher Zustände, wenn ich dann sowas halt sehe. Dann erstmal tieferes Tief und dann direkt mal halt hier die Bewegung, dann nochmal neues Hoch. Das ist halt erstmal Chaos. Und das ist sowas, was ich nicht unbedingt wirklich handeln muss, sondern dann warte ich lieber irgendwie drauf, auch wenn das jetzt dazu führt, dass es in dieser Stunde halt nicht mehr passiert, aber dann warte ich lieber drauf, bis irgendwo ein klarer Punkt kommt und bis dieses Gezerre hier am Gap und hier Pivots rauf und runter, bis das halt mal durch ist. Und dann fühle ich mich mit dem Trade auch entsprechend wohl. Und hier, egal was ich jetzt machen würde, würde ich mich nicht wohlfühlen. Man sieht ja hier, was passiert ist. Pivot hat reagiert. Das ist schon mal so eine Geschichte, wo ich halt relativ wenig mit anfangen kann. Warum der halt überhaupt hier punktgenau und womit ich halt noch weniger anfangen kann, ist, dass er halt hier direkt dann der Punkt, der als erstes halt gehalten hat, warum der direkt nochmal in einem Rutsch hier durchgekauft wird. Also, das ist ein bisschen zu viel des Guten für meine Begriffe. So, ich kann ja mal kurz hier auf Fragen eingehen. Ist denn der eine oder andere positioniert? Kann ich hier auch mal irgendwie fragen in irgendeine Richtung? Oder sind da alle momentan auf der Seitenlinie? Long, Short, Flat, Long. Ja, ne? Also auch hier sehr durchwachsen. So, die Frage war, was habe ich da eingegeben bei Profildaten? Muss ich jetzt selber mal gucken, damit ich das halt hier 8 Uhr bis 22, daher kommt der Pivot. Das heißt also, wenn jetzt jemand irgendwie eine normale Pivot-Darstellung hat oder einen Indikator halt ohne den Stereo-Trader, der wird sich fragen, wieso ist denn der Pivot da unten? Ja? Generell muss ich ja immer dazu sagen, Pivotpunkte im MetaTrader, ja, jetzt rein mit einem Indikator, da kann ich immer nur sagen, vergesst die Dinger, ja, weil das kann nicht funktionieren. Das Problem ist nämlich halt, dass halt durch die Zeitverschiebung, die die meisten Server haben, sind eben auch die Tageskerzen falsch abgebildet von der Uhrzeit her. Und um ein Pivot richtig zu berechnen, muss man definitiv halt auch die deutsche Handelszeit, also jetzt speziell im DAX, die deutsche Handelszeit zugrunde legen und muss dann natürlich halt auch die Handelszeit vom Future oder eben Kassa zugrunde legen. Das heißt, man muss es auf 15 Minuten Kerzen runterbrechen und damit halt Hochs, Tiefs, Closes und dann den Pivot berechnen. Ansonsten kommt da nichts bei raus. Und im StereoTrader ist es halt so, dort kann ich halt die Profildaten, die Profilzeiten einstellen, ne, wie ich es hier gemacht habe. Ich sage dann halt hier 8 Uhr bis 22 Uhr, das ist halt eben ja die alte Future-Handelszeit. Und entsprechend werden dann halt auch Fibos, Pivots und so weiter alles mit diesen Zeiten berechnet. Ja. Das heißt, alles, was außerhalb ist, wird halt einfach ignoriert. Und deswegen ergeben sich dann halt auch andere Punkte. Und aber auch, wenn man, selbst wenn man sagt, irgendwie, ja, ich mache aber den ganzen Tag, ja, auch da aufpassen. Ja. Da ist halt wirklich bei. Ganz oft ist, also bei FX Flat ist es nicht so, aber eben halt auch bei ganz vielen Brokern, da stimmen die Tageskerzen dann halt einfach nicht, weil die dann zum Beispiel bis 1 Uhr gehen und statt irgendwie bis Mitternacht. Das ist halt so das Ding. Und deswegen kann es hier auch schon mal anders sein. Also, was ich jetzt hier noch gar nicht eingeschaltet habe, sehe ich gerade. Jetzt kommt natürlich über die Bewegung runter. Hurra! Was ich hier noch gar nicht eingeschaltet habe, ist, gerade mal gucken, ja doch, ist drin. Ich kann ja natürlich hier auch die Markttiefe mir hier drunter legen. Das geht erst in der Version 2.5. Dort kann man nämlich bei FX Flat entsprechend hier den
den DAX CFD mit dem Future verknüpfen und habe dann auch das richtige Volumen und auch hier die Markttiefe aus dem Future. Und das ist eben beim DAU genauso gemacht. Die Update-Ankündigung kommt manuell, das heißt, im StereoTrader erscheint dann eine Meldung: Achtung, es ist eine neue Version da. Also automatisch, da war nämlich die Frage, ob das automatisch updatet, das kommt jetzt selber. Es ist jetzt natürlich auch ein Versionssprung, das heißt jetzt nicht nur irgendeine neue Bildnummer, sondern da gibt es natürlich halt auch in der Beschreibung und überall halt, wird dann auch nochmal alles neu entsprechend erklärt. So, das hier ist natürlich klasse, dass wir hier aufs Phishing reingefallen sind. Das ist nicht sehr nett. Aber gut, das ist eben typisch DAX. Gestern habe ich mir genau diese Geschichte eben zunutze gemacht und habe den besten Short Entry gefunden und heute wahrscheinlich wegen zu wenig Kaffee an der Stelle dann halt mal eins auf den Latz gekriegt. So, da hat gerade jemand geschrieben, Dow Long ab 685, ja, ne, das hat halt einfach echt auch Sinn gemacht, dass das Cluster hier halt gekauft wird. Aber wie das dann jetzt halt auch weitergeht, ne, das ist halt auch schon wieder die ganz große Frage. So, wir warten mal die 30-Minuten-Kerze ab. Also ich würde immer noch gerne kaufen, das Ding, aber eben nicht hier. Mal gucken, vielleicht kriegen wir es ja auch wieder revidiert an der Stelle. So, das heißt, ich lege jetzt mal die erste da unten hin. Gehen wir hier zurück auf den M5. Jetzt haben wir 9,27. So, mal gucken, wie die hier dann entsprechend endet. Ich bin ja hier schon fast wieder geneigt, den Short aufzumachen. Hier kein neues Hoch. Am R1 abgeprallt, stehen nochmal unter Kassa, nochmal an dem Tagespivot abgeprallt. Und M30 endet. Ich mache das jetzt. Ich versuche mich da jetzt nochmal einzuskalieren. Dann hier unten natürlich entsprechend mit einer Drehung. Ich nehme natürlich jetzt hier die 15-Minuten-Kerze als auch die 30-Minuten-Kerze mit dieser Aktion vorweg. Aber wenn ich jetzt hier mal auf den M5 runterbreche, dann haben wir hier natürlich auch wieder den letzten Anstieg, der komplett abverkauft wurde an der Stelle. Wir stehen wieder unter dem Gap, wieder unter der 458 und haben hier oben auch eine relativ deutliche Reaktion an der 477, die ich auch vorher eingezeichnet hatte. Ey, wenn der mich jetzt hier nochmal rausholt, dann machen wir hier aber echt, so, den mal kurz ein bisschen aus der Schusslinie hier. So, zwei sind nochmal drin. Das ist ja okay. Bis hierher, nur jetzt halt nochmal hoch brauche ich jetzt nicht. Was halt so ein bisschen tricky ist, das sehe ich gerade. Also ich will das jetzt hier nicht übertreiben, ja. Aber wir haben halt hier eine Abwärtsbewegung, die hier startet, auch wenn es nur der M5 ist, aber ohne Docht. Und ganz oft wird so eine Bewegung dann halt auch nochmal an der Stelle dann angefangen und der Docht quasi halt im Nachhinein dann halt irgendwo nochmal gebaut. Ich brauche es jetzt hier nicht unbedingt, aber das ist eben der Grund, warum ich gerade den Stop hier mal noch ein Stück weiter zurück bewege. So, jetzt mal gucken, die M30.
und wieder am Gap. Da wird halt momentan, ist halt einfach so, dass halt keine Bewegung hier irgendwo vervollständigt wird, sondern alles wieder halt in alle Richtungen zurück gezerrt. Oh, ich habe hier Baustelle. Ich muss mal ganz kurz, glaube ich, das Fenster hier zumachen. Eine Sekunde bitte. So, da bin ich wieder. Also machen wir jetzt mal Folgendes. Ich Hast du nehme eine eine hier große nochmal Wohnung? raus. Bitte? Hast du eine große Wohnung? Wieso? Wie kommst du jetzt darauf? Hast du eine Kamera installiert? Ja, so lange wie du gebraucht hast, bis das Fenster zu war. Das ist die Behäbigkeit, die ich, weißt du, das dauert halt ein bisschen, bis ich aufgestanden bin. Das hat mit der Größe der Wohnung nichts zu tun. So, aber auch hier, ne, das ist irgendwie, ich mach den mal raus. Das waren zwar jetzt irgendwie dann halt ein paar Punkte, aber im Plus, aber was ein Gezerre. Ja, weil sieht man hier die Eröffnung von der letzten 5 Minuten Kerze, das war jetzt auch der Grund für den Exit gerade nochmal an der Stelle. Ist ja dann direkt halt hier nochmal gekauft worden und das ist halt hier einfach nur erstmal nur ein Gezerre. Mir nicht. Also kann natürlich jetzt trotzdem sein, dass der da runter geht, aber nee, weil ich habe ja auch darauf gebaut, dass wir halt mit der 15-Minuten-Kerze beziehungsweise mit der M30, dass wir die halt zumindest mal da drunter schließen, haben wir jetzt aber auch schon wieder nicht getan, stehen dann schon wieder über der 458, sodass wir hier erstmal tatsächlich nur irgendwo seitwärts tingeln. So, dann üben wir uns hier mal ein bisschen in Zurückhaltung, oder ich zumindest. Und so warte mal entsprechend auf einen Punkt, entweder deutlich drüber oder drunter, womit wir dann halt ja nochmal hier unten, ich gebe das nochmal rein, bei 412, also ich mache es halt mal einen Punkt höher. Das heißt, wenn wir eine relativ schnelle Bewegung da unten hinbekommen sollten, und dann sollte die eigentlich auch relativ schnell wieder zurückgekauft werden. Und genauso hier oben platziere ich mich jetzt mal, weil irgendwo wird er letzten Endes halt hin müssen. Entweder erst drauf oder erst runter. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass das irgendwie dauert bis 11 Uhr. Das wäre natürlich dann sehr schade. Auch wenn dann nachher wieder alles passt. Aber es ist natürlich auch immer schöner, wenn es in der ersten Stunde aufgeht. Wie ist das Volumen, Dom, also die Markttiefe zu lesen und zu interpretieren? Also ich glaube, das wird jetzt hier bisschen weit führen. Das halt im Detail, also da gibt es halt etliche Ansätze. Ich meine, im Endeffekt ist es ja ohnehin, das ist ja nur das Orderbuch, ja. Und das heißt, ich sehe halt hier einfach, was im Future, ja, jetzt im großen DAX Future, nicht in dem kleinen, was da halt einfach an Volumen halt liegt, ja, an Orders liegt. So. Und mehr sagt es ja erstmal halt nicht. Generell sagt man immer, der Markt geht dorthin, wo das größte Angebot ist. Also das heißt, jetzt sieht man ja hier, es ist relativ ausgeglichen, ja. Und vielleicht ein bisschen mehr Long hier unten. Da kommen halt mal größere Orders halt rein. Da tendiert der Markt dann halt schon immer eher hin. Aber auch das ist natürlich halt jetzt irgendwie nicht unbedingt eine Sache, wo man sagt, das funktioniert halt so 100%. Das ist natürlich auch Quatsch, weil ich brauche natürlich, weil das sind ja nur Orders. Damit der Markt sich bewegt, reichen ja nicht, wenn da halt Orders sind, sondern ich brauche ja auch logischerweise entsprechend Käufer und Verkäufer,
die halt Market gehen, ja, also die eben nicht mit Limits arbeiten. Und was wir hier sehen, sind ja nur Limits. Und Limits allein bewegen den Markt halt nicht. Und von daher, das darf man halt nicht vergessen. Das heißt, solange ich hier keine Bewegung habe, also kein Volumen, was gehandelt wird, kann da liegen, was will. Und letzten Endes kann ja auch jeder hingehen, solange das Konto groß genug ist, und dann hier einfach halt irgendwelche Orders per Limit in den Markt geben. Und wenn der Markt zu nahe kommt, nach dem Motto HH, nehme ich wieder raus. Ja, war nur Spaß. Und das heißt ja auch nicht, dass jetzt hier, nur weil hier unten, wie viel sind es, 22 Kontrakte, als Beispiel hier auf der, an diesem Level, das heißt ja nicht, dass die dann auch tatsächlich da halt gehandelt werden. Und, sondern das heißt ja erstmal nur, da liegen diese Orders. So, was damit passiert, weiß keiner. Und so weiß auch keiner, man weiß auch jetzt nicht, wird das irgendwie durchgehandelt. Das heißt, haben wir jetzt einen Verkäufer, der halt hier sich irgendwie freut, dass er da noch zum vergleichsweise guten Level dann halt eben 24, 23 Kontrakte halt eben abstoßen kann. Oder sitzt da halt der erste größere Käufer, der dann halt anschließend nachlegt und nicht zulässt, dass das Level unterschritten wird. Ne? Generell ist es halt wie, glaube ich, kann man das halt so sagen, dass markiert erstmal nur einen interessanten Punkt. Aber um es wirklich zu sehen, da muss man dann halt schon auch wiederum den Fluss des Volumens dann im Auge behalten und dann halt sehen, werden die Kontrakte eben auch gedreht. Das macht man dann halt eigentlich eher im Orderflow. Und dort sieht man es dann halt, ob das Ganze halt gedreht wird oder nicht. Man kann es aber halt auch ohne erkennen, wenn man genau hinguckt. Und dann, wenn es zum Beispiel, wenn dieses Level jetzt kommt, ja, und der Markt bleibt als Beispiel dort stehen und die Positionen werden oder die Orders werden halt nicht weniger und er kommt halt nicht durch. Und dann ist eigentlich immer schon ein gutes Indiz dafür, dass das Level halt wirklich dann auch gekauft wird und es entsprechend dann auch hält. Und andererseits bleibt der Markt dort stehen, jetzt als Beispiel hier, wo die 40 sind, bleibt dort stehen und das Ding wird immer kleiner und dann macht es irgendwann plopp und dann fällt er halt eben unten durch. Und dann weiß man alles klar, wir haben hier einen Verkäufer, der halt ein bisschen ambitionierter unterwegs ist, als der Käufer es sein wollte. Aber da, wie gesagt, da gibt es halt endlos viel Material. Und wer da mit Sicherheit auch eine sehr gute Anlaufstelle ist, ist der Heiko Behrendt, der ja halt das auch immer sehr gut kombiniert, eben Orderflow mit Technik und eben auch mit dem Stereo Trader handelt. Also der ist da so ein bisschen der Meister drin, das halt gut zu verknüpfen, wo ich halt selber auch immer staune und denke so, okay, kann ich jetzt so auch nicht, aber der Heiko macht's halt. Und ist ja auch ein Scalper, das heißt, das ist natürlich das Problem generell wenn man halt eben im Orderflow oder halt eben mit dem Orderbuch halt arbeitet, mit größeren Bewegungen da halt irgendwo einzufangen, das gelingt dann halt meistens nicht. Ne? Also das heißt, man kann halt mit dem Volumen, was da halt entsteht, auf kleinem Raum halt wenig drüber aussagen, was jetzt halt irgendwie als nächstes Größeres dann halt passiert. Und das ist natürlich immer so das Problem dabei. So ein paar Ticks hier und da rausschneiden, das geht bestimmt sehr gut damit, aber jetzt eben nicht irgendwie, wenn es darum geht, man hat irgendwie eine Strecke von 100 Punkten oder sowas halt, dann halbwegs plausibel halt im Vorfeld einzuschätzen. Da habe ich so meine Zweifel dran, dass es damit halt gut machbar sein soll. Und da kommt man dann eher schon mit der Technik, also Markttechnik, Price Action, wie auch immer, dann halt ein bisschen weiter. Auch wenn es natürlich mittlerweile einiges da draußen gibt, was ja irgendwie genau das Gegenteil behauptet, finde ich auch immer ganz lustig, wenn es dann irgendwie heißt, ja, so mit Markttechnik wäre das nicht gegangen oder weiß ich nicht, das ist alles Quatsch. Also letzten Endes ist es halt, gehört beides zusammen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und ich behaupte halt auch, das Volumen folgt der Technik und nicht die Technik dem Volumen. Und da kann man auch unterschiedlicher Meinung sein. Das ist mir egal. Aber halt zu sagen, irgendwie nur das funktioniert oder nur das funktioniert, das ist halt meistens irgendwie Quatsch. Immer schnell und schön gesagt, aber wenn es dann darum geht, das halt irgendwie dann auch mal zu untermauern und dann funktioniert es meistens nicht. Und was ich halt auch schon oft gesehen habe, ist, dass dann halt
Ich meine, ich finde es ja klasse, wenn jemand als Beispiel nur mit Volumen, Order Flow und Tape Reading und weiß ich nicht was halt da halt irgendwie super zurande kommt. Es gibt ja auch dann gar nichts dagegen zu sagen. Aber ganz oft ist es eben dann so, dass dann auch versucht wird, was zu erklären, wo ich dann sage, ja, Moment mal, so funktioniert das aber doch auch gar nicht mit der Markttechnik oder mit Price Action oder Außenstäben oder was auch immer, sondern ganz anders. Und deswegen muss man sich einfach für sich selber dann halt rausfinden, was passt zu einem selber. Das macht man dann halt, wenn es dann entsprechend auf Dauer funktioniert und gut ist. Und über den Rest muss man sich dann nicht wirklich viel Gedanken machen. So, jetzt kleben wir hier fest, ne? So wie es aussieht. Jetzt kann ich hier noch 20 Minuten Monolog halten, bis ihr alle eingeschlafen seid. Oder ich selber wahrscheinlich dann auch gleich. So ein bisschen Bewegung wäre jetzt schon nicht so schlecht, ne? So nochmal irgendwie in eine Richtung nachtreten. Was man jetzt halt hier halt auch natürlich schön sieht, ist, hat hier die Value Area, das heißt, hier haben wir in dem Bereich haben wir jetzt ja die 70% von heute, von dem heute gehandelten Volumen spielt sich in dem Bereich ab. Ja, sieht man aber eigentlich auch relativ unschwer mit bloßem Auge ohne die Value Area. Und das heißt hier, das ist jetzt erstmal potenziell erstmal Range. Ja, also von da, ja, da kann man auch aber tatsächlich hier auch einfach die Schlusskurse nehmen vom M5. Also das ist jetzt erstmal alles potenziell Range. Beziehungsweise bis hierher, wo es jetzt halt gerade wieder bremst und gekauft wird. So. Und was jetzt halt gerade der Markt versucht, ist halt eben unter diesen fairen Preisbereich halt drunter zu drücken. Ob das jetzt gelingt, steht jetzt auch auf dem anderen Blatt. Gut, jetzt macht er hier gerade ein neues Tief. Aber das ist halt eben dann halt auch nochmal ein plausibler Ansatz, warum das hier jetzt erstmal bremst. So, jetzt kommen wir hier aber, ne? Passiert doch ein bisschen was. Mal gucken, ob wir das etablieren können. Und dann kriegen wir gleich auch eine Verschiebung von der Value Area. Also von dem Bereich, wo 70% heute gehandelt wurden. Wobei heute bezieht sich hier jetzt auf die Zeit von 8 Uhr angerechnet. Ne? Nacht ist jetzt hier nicht mitgerechnet, weil das hatte ich ja vorhin gezeigt. Weil ich habe die Symbolzeiten ja eingegrenzt auf 8 bis 22. Wenn ich das jetzt umstelle auf irgendwie 2 Uhr nachts bis jetzt. Und dann sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Vermutlich, wobei natürlich nachts das Volumen nicht so hoch ist. Aber es sieht dann trotzdem ein bisschen anders aus. Und das wird sich auch gleich jetzt nochmal anpassen. Das wird man sehen. Und dann mal gucken, wie sich der Bereich verschiebt. So, ich behalte nebenbei mal den DAU im Auge. Der macht keine neuen Tiefs. Der DAX macht jetzt wahrscheinlich eins und füllt uns dann die 410, wenn es gut läuft. Und wenn der DAU sich auch entsprechend da oben hält und erstmal kein neues Tief macht, und dann kriegen wir unten noch höchstwahrscheinlich ein paar Käufer. So, gesagt, getan, ne? Da haben wir das neue Tief. Und jetzt bin ich wirklich mal gespannt, was bei der 410, was da passiert, ob wir da jetzt wirklich Käufer finden. Oder ob das da halt eher durchdrückt. So, ich lasse die jetzt erstmal da liegen. So, klemmt jetzt hier erstmal an der 417. Was man jetzt hier zum Beispiel sieht, ne, das ist halt zum Orderbuch, wenn es sich sowas dann hat. Also ist schon wieder weg. So, dann mal gucken. Wir werden jetzt gefüllt. Genau an der 410, jetzt erstmal mit einer Position. 680 der DAU. Den hier kann ich natürlich auch so ein bisschen skalieren, soll es aber nicht übertreiben. Hier unten ist noch eine fette Order. Die würde ich ihm noch geben, wenn er die haben will. Hier sieht man es an der Stelle. Kleines bisschen. Gebe ich ihm da mal. Ja, da war der Ansatz, ne, zu 410 zu laufen. Auf jeden Fall mal nicht falsch, aber jetzt bin ich halt wirklich mal gespannt, wie diese Geschichte hier aufgeht. Ob wir das halt am Stück wieder zurückkaufen oder auf Anfang laufen, weil wir haben ja nur noch eine Viertelstunde.
bis die Stunde hier vorbei ist oder ob es tatsächlich da unten durchdrückt. Aber auf jeden Fall ist halt sowas, finde ich, immer recht ungefährlich auch zu handeln, ne? Solche Clustergeschichten, weil da halt wirklich die Chance, die geht schon Richtung 90%, dass da halt eine Reaktion ist. Ob die jetzt natürlich hier reicht, um das ganze Ding da halt wieder wirklich da oben auf 12.500 irgendwas zu bewegen, weiß ich nicht. Dazu bräuchte ich eine Glaskugel, die habe ich nicht. Aber dass da halt was passiert, das ist halt wirklich immer sehr, 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 sehr wahrscheinlich. Und das Schlimmste, was dann passieren kann bei so einer Stelle, ist, dass wir so ein Cluster auf der Unterseite testen. Das heißt, wären dann halt hier irgendwo in dem Bereich bei 380. Das heißt, im schlimmsten Fall muss man ein bisschen Luft einplanen. Wenn man jetzt nicht nur irgendwie jetzt dann nicht irgendwie sofort wieder raus muss oder will aus dem Trade, plant mal ein bisschen Luft ein. Aber in der Regel funktioniert es dann auch in zwei Etappen. Das heißt, erstmal die Oberseite. Entweder reicht die dann halt schon, um das ganze Bild umzudrehen. Wenn die Oberseite nicht funktioniert, wird die Unterseite getestet. Aber das halt zum Beispiel in so einer Stundenkerze oder wie jetzt oder 15-Minuten-Kerze oder was auch immer, da mal ebenso durchfällt, ja, ohne Reaktion, das ist halt nahezu ausgeschlossen eigentlich. Also ich meine, ne, sag niemals nie, keine Frage. Die Börse ist immer Wahrscheinlichkeiten, nicht mehr, nicht weniger. Aber eben, das ist halt für mich so eine Geschichte, die geht halt wirklich in die Richtung 90% und mehr, dass wir da halt Reaktionen kriegen. Und wenn man da halt bescheiden ist und sagt, ich suche mir zum Beispiel nur solche Cluster halt irgendwo raus und macht da immer irgendwie nur 10 Punkte, der hat wahrscheinlich eine exorbitante Trefferquote dann halt auch und auch Erfolgsquote. Ich meine, Trefferquote allein nutzt ja nichts. Da kann ich ja sagen, wo ich nehme einen Punkt und dann habe ich einen Gewinnertrade. Ein bisschen mehr sollte man dann schon halt irgendwo rauskriegen. Aber ist schon so, ne? Weil das sind halt einfach dann die interessanten Punkte, weil, so sage ich es ja halt, oder ich nenne es ja immer so, hier treffen die Interessen aufeinander. So, und dort, wo andere sich die Köpfe einschlagen, dort kann man entsprechend dann auch punkten. Nelson, wolltest du was sagen? Ich Irgendjemand hat überlege gerade laut gerade. geatmet. Bitte was? Der Knopf ist gerade einfach angegangen. Gut, dass Ach ich nichts so, gesagt habe. okay. Aber als Ergänzung vielleicht, wer so ein bisschen tatsächlich auch auf News achtet. Heute Morgen hatten wir oder haben wir aktuell zwei Nachrichten, die vielleicht den DAX auch ein bisschen beeinflussen könnten. Einmal den Gewinnwarnung von BASF und eben kam gerade, dass China USA auffordert, den Waffenverkaufsplan mit Taiwan unverzüglich zu stornieren. Und das hat natürlich wieder eine Auswirkung auf Handelskrieg und so weiter und so fort. Ja, irgendwas ist ja immer. Das ist ja halt auch das Schöne, ne? Ich meine, man sagt ja halt auch irgendwie, Charts machen News. Und das ist ja halt einfach wirklich so. Es passt ja dann immer zusammen, die ganze Geschichte. Von daher, also danke für die Info. Aber ist natürlich wirklich so eine Geschichte, die dann jetzt halt hier einfach reinspielt. Ganz nett, ne? Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, wie man ja auch sieht, ne, das hat irgendwie nicht, hat auch nicht gereicht, um jetzt irgendwie das Ding da in einem Stück nach unten durchzudrücken. So schlecht war es dann auch nicht. Sondern eher ist dann halt so, dass jetzt halt wieder einige sagen, ja, hurra, das ist ja an der Stelle, ja, ist ja erstmal alles nicht so schlimm. Und da unten ist jetzt erstmal wieder günstiger, dann kaufen wir halt dort. Passt. So, jetzt bin ich wirklich mal gespannt. Ich lass den jetzt erstmal in Ruhe. Ja. Ich könnte jetzt natürlich hier direkt wieder die nächste Position halt dazugeben. Mache ich aber jetzt erstmal nicht. Da halt vielleicht auch nochmal ganz kurz zum Orderbuch, was man halt oft sieht, beziehungsweise nicht oft sieht, aber was man halt beobachten kann, wenn es dann eintrifft. Wir haben ja halt hier, jetzt ist es schon wieder weg. Vorhin wollte ich es erklären, da war sie weg. Jetzt fange ich an, jetzt versteckt die sich schon wieder da oben. Also hier oben sitzt halt irgendwo ein Verkäufer. Beziehungsweise hier laufen zwei gegeneinander. Wir sehen hier einmal halt eine Kauforder an der Stelle und wir hatten eine etwa gleich große Verkaufsorder hier oben. Und
Was man eben ganz oft sieht, wenn man zum Beispiel halt einen Abverkauf halt hat, oh, hier kommen jetzt, da kommen noch ein paar größere, ne? So, war jetzt erstmal ganz gut, dass ich den so gelassen habe. Mal gucken, vielleicht kriegen wir noch irgendwie einen zweiten Fill und ziehen dann noch ein paar Meter nach oben. Aber hier unten wird es halt scheinbar interessant für die Käufer. Ich gebe dir mal ruhig mal ein bisschen Luft. Das ist erst die zweite Position hier. So. Meine 50. Ja, da 380, kann sein, dass ich hier nochmal ansetzen muss. Hoppla. Was ist denn hier mit der Skalierung schon wieder los? Ja, ist dann schon genau an der 410, relativ genau, hat hier einer drauf gedrückt. Wie viel war die Position jetzt im Plus? Also 10 Punkte etwa. Ne? Das ist halt, was ich vorhin meinte, wenn man da halt irgendwie nur auf solche Dinger setzt und dann halt da sich irgendwie mit ein paar Punkten zufrieden gibt, hat man wirklich halt eine extrem hohe Quote. Ja, weil ich kann eben nicht sagen, ich kann es ja nur noch mal unterstreichen, ich kann nicht sagen, ob das reicht, um die ganze Bewegung zurückzukaufen, weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, immer wir kriegen Reaktionen an der Stelle. So, jetzt hat er mich hier schon wieder aus dem Konzept gebracht. Was man beobachten kann, zum Beispiel, jetzt sieht man es gerade nicht, vielleicht kommt es jetzt gleich wieder an irgendeiner Stelle. Ich würde jetzt hier nur mal Folgendes machen. Und zwar würde ich den hier als Soft Stop quasi machen. Das heißt, ähnlich wie eben hier erstmal einen Teil rausgeben, wenn wir ein neues Tief kriegen, aber nicht gleich alles. Die 380, weil wir haben ja schon ordentliche Bewegungen hier. Von daher macht es meines Erachtens auch Sinn, hier mit dem Stop mal ein bisschen größer zu hantieren und mit den Positionen ein bisschen kleiner. Und sich hier mal auf die Vola bzw. die ATR dann einzustellen. So, den Dow habe ich nach wie vor im Auge, der hat immer noch kein neues Tief gemacht. Gucken, ob das hält. Also, was ich vorhin sagen wollte, ist, was man halt eben oft sieht, ist, wenn dann zum Beispiel halt irgendwie hier so eine Order, also hier ist sie jetzt nicht mehr sichtbar, da oben war sie eben, wenn die halt größer ist als alle anderen, die unten drunter liegen, dann ist es ganz oft so, dass es halt eben da halt ein Verkäufer sitzt und hat ein Level mit so einer dicken Order eben gehalten wird. Und die wird dann auch nicht kleiner, das heißt, die wird halt immer, sobald die angelaufen wird, wird die halt wieder vergrößert. Das ist halt eine Eisberg-Order. Und das heißt Eisberg deswegen, weil man halt immer nur so die Spitze des Eisbergs sieht, was da halt eigentlich los ist. Und das ist oft ein Indiz dafür, dass da halt noch jemand aktiv ist. Es kann natürlich auch immer Fake sein, aber wenn man halt irgendwo eine klare Bewegung hat und entdeckt dann halt so eine Order, sollte man die dann halt schon genau im Auge behalten, ob die wirklich dann auch dem Markt entsprechend hinterher schiebt oder ob die einfach nur irgendwo liegt. Ja? Und wenn die den Markt hinterher schiebt, also quasi dem aktuellen Kurs, und dann kann man wirklich fast davon ausgehen, dass da halt auch entsprechend ein großer Händler sitzt, der entsprechend ja, ein Interesse hat, den Markt da halt auch weiter in die Richtung zu bewegen. Und mit dem sollte man sich dann nicht unbedingt anlegen. Hier haben wir jetzt halt aktuell nichts in der Richtung. Und von daher ist es jetzt erstmal hier, finde ich es auch schon okay, dass ich den Long jetzt hier erstmal festhalte. Wäre best eigentlich eher hier unten jetzt nochmal ein Käufer sitzen. Von daher würde ich da auch mal eher knapp drunter gehen mit dem hier. Aber sobald dann halt sowas kommt, bei einer klaren Bewegung, muss man halt wirklich aufpassen. So, jetzt mal gucken, wie die fertige Stunde mit der 410 aufgeht, umgeht.
Kann man hier auch mal einzeichnen. Ups. Da oben, ne? Nach Heiko, 10 Uhr, neue Stunde, neue Akteure. Ja, also klar, generell. Ne? Ich meine, ich sage das ja halt auch immer. So, ich achte deswegen auch auf den Stundenimpuls, deswegen auch so genau. Das ist ja der gleiche Ansatz. Also, sie hat gerade jemand geschrieben, der Heiko sagt immer, 10 Uhr, neue Stunde, neue Akteure. Das ist eigentlich ja genau das Gleiche. Ne? Von daher, da schreibe ich das natürlich ganz genauso. Klar kann es da hoch. Für mich ist aber halt, dann halt immer entscheidend, ob jetzt Levels halt gehalten werden oder nicht. Das ist für mich dann halt immer wesentlich wichtiger, weil ich ja glaube zu erkennen, was die Algos dahinter halt eben treiben und deswegen halt auch immer Punkte habe, die halt eine hohe Genauigkeit haben, weil das durch Algos entsprechend abgebildet werden wird und diese Algos werden halt natürlich von Händlern gefüttert. Und aber nichtsdestotrotz, klar. Immer mit einer fertigen Periode. Das sieht man das ja halt auch. Das ist ja das auch, was ich immer sage. Man muss sich ja nur mal angucken, welche Kerze hat denn keinen Lund oder keine Docht, keine Lunte oder keinen Docht, fast keine. Und woher kommt das? Einfach daher, weil immer nach einem Abschluss von der Periode, in dem Fall dann jetzt als Beispiel eine Stunde, weil dann halt einfach wieder halt alles neu umgekrempelt wird und dann natürlich halt in alle Richtungen wieder losgeschlagen wird. Und daher kommt es halt ja auch einfach von nichts sonst, ja. Weil ansonsten, wann sieht man dann mal irgendwie 3 Stunden Kerzen, sei es jetzt long oder short, die einfach die Bewegung fortsetzen, ohne jetzt halt irgendwie Lunte oder Docht, das sieht man ja fast nie, ja. Weil er halt entsprechend dann halt mit der fertigen Stunde kommen natürlich wieder andere auf den Plan und sagen, so jetzt ich. Jetzt kommt meine Position. Und klar. Und was halt eben auch, das hatte ich letztens auch schon mal gesagt, wo man drauf achten muss, ganz oft ist es so, dass innerhalb von den ersten 5 Minuten auch schon mal so eine ganze Stundenkerze einmal komplett durchlaufen wird. Das heißt, was dann halt passieren kann, zum Beispiel ist, also jetzt soll jetzt kein Wunschdenken sein, ja, aber wenn jetzt halt hier, mal angenommen, wir schließen jetzt hier mit der Stundenkerze irgendwie über 410. Ja, wäre natürlich jetzt wünschenswert, weiß ich aber trotzdem nicht. Aber angenommen, wir machen das und dann wäre es halt auch nicht das erste Mal, dass innerhalb von den ersten 5 Minuten diese ganze Bewegung einmal nach oben, komplett die ganze Stunde und dann das Ding wieder hier irgendwo reagiert. Hat man schon oft gesehen. Und beziehungsweise sieht man halt wirklich sehr, sehr oft, dass dann halt plötzlich beschleunigt alles abzulaufen scheint. Und das liegt dann halt daran, weil dann natürlich, weil dann eben halt zur vollen Stunde oder eben zur vollen Periode, welche auch immer das ist, ja, dann natürlich halt der eine oder andere Händler seine Position auflöst. Nicht, weil er jetzt plötzlich halt komplett die Gegenrichtung dann halt aktiv wird und die anderen nach Hause gehen, sondern weil halt eben oft dann in so einem Rhythmus dann eben halt auch gehandelt wird und dann Positionen schlichtweg aufgelöst werden. Das kann dann eben dazu führen, dass man dann halt eine Gegenbewegung hat, die entsprechend groß ist. So, was wir jetzt hier kriegen, ist nicht schön für Long, weil das sieht schon ein bisschen nach Anschluss da unten jetzt aus. Jetzt kann es halt passieren, dass halt die Stundenkerze, dass die halt auch auf dem letzten Drücker noch nach unten das Ganze wegbläst. So, das Ding hängt jetzt hier 9 Punkte im Minus jetzt erstmal. Hier unten sitzen nochmal noch ein paar Käufer. Aber für mich wäre halt schon wichtiger hier die 380. Von daher bin ich da gerade so ein bisschen überfragt. Ich jetzt denn damit umgehe. Ja, hier ist ja erstmal ein Teil raus, so oder so. Sagen wir mal folgendes: Die Stunde ist um. Hoppla. Was habe ich jetzt gemacht? Habe ich jetzt hier einen falschen Knopf gedrückt, ne? So, ich mache den. Oh ne, Quatsch, ist noch da.
Ich habe hier irgendwie gerade, das ist nämlich die Version, die noch nicht draußen ist. Oh, nee. Nee, alles gut soweit. Gerade Folgendes. So, das heißt, also wir haben jetzt hier tatsächlich erstmal unter der 410 geschlossen. Die werden wir wohl auch noch mal sehen, die 410. So, mal gucken. Aber jetzt kommt halt hier das, was ich vorhin meinte, ne? Also funktioniert die Oberseite nicht. Also jetzt für eine größere Bewegung, dann befassen wir uns in der Regel halt mit der Unterseite. So, jetzt muss ich mal gucken, wo wir hier gewesen sind. Ich habe so ein Knistern bei dir im Ton. Ich weiß nicht, ob es bei mir liegt oder die Teilnehmer das auch hören. Also, ich esse keine Chips, falls du das meinst. Ja, ich dachte schon, du machst Popcorn im Hintergrund. Ja, das auch. Also irgendwas stimmt hier nicht. Bei mir. Irgendwas ist da komisch. Jetzt scheint es weg zu sein. Wird nämlich hier irgendwie gerade nirgends was angezeigt. Was ist das denn? Nee, weil was ich ja hier machen wollte, ist halt hier nochmal entsprechend jetzt halt hier den Long aufzumachen. Aber ich habe hier irgendwie gerade einen Darstellungsfehler. Ich weiß gerade irgendwie nicht wieso. Obwohl ich hier auch gerade schon ein Reset gemacht habe. Hatte ich jetzt so auch noch nicht. Nur einfach für den Rücklauf an die 410 entsprechend halt nochmal. Kann man meines Erachtens schon machen. Okay, also viel Theorie, wenig erfolgreiche Praxis. So glaube ich, muss ich das heute jetzt erstmal abschließen. Auch wenn die Erklärungen im Vorfeld, dass wir die 410 erreichen, dass das ja alles gepasst hat. Auch im DAO hat es gepasst. Aber ich war ein bisschen zu langsam heute. Und von daher, was Kaminfeuer? also, ne? Sorry, ich werde hier gerade ein bisschen aus dem Konzept gebracht durch die Kommentare. Nee, also wie gesagt, ne, die Bewegung an sich von der Plausibilität, das hat alles gepasst. Aber ich habe hier gerade irgendwie so ein bisschen Technikstress. Und von daher ist es gerade ein bisschen doof, deswegen bin ich auch gerade hier etwas unkonzentriert. Und aber das hat soweit gepasst. Aber letzten Endes muss man es natürlich auch richtig umsetzen. Da habe ich mich heute nicht so wahnsinnig klug angestellt. Und außer mit dem ersten Short Trade im DAO am Anfang. Und den hier hätte man tatsächlich drin lassen können. Ne? Also, und das war ja die Bewegung hier, war ich hier nochmal Short an der Stelle hier mit der Kerze. Und habe aber dann hier aufgelöst, irgendwie mit plus 3 Punkten. Gut, 50 wären es gewesen, aber okay. Das war mir halt einfach nicht geheuer da oben. Deswegen sage ich halt, also ich würde jetzt halt hier Folgendes machen, wie ich es halt vorhin ja auch entsprechend erklärt habe. Und nämlich hier, das wird nicht so ohne weiteres fliegen. Das glaube ich so erstmal nicht dran. Man hat es ja auch schon gesehen bei der 410, da sind ja auch die ersten Reaktionen gekommen. Das heißt, hier werden wir schon ein paar sitzen haben, die das Ding kaufen wollen, davon gehe ich mal aus. Und dass es halt hier nicht ohne weiteres dann halt nach unten durchfällt. Vielleicht dann nochmal DAX typisch. Vielleicht muss hier unbedingt dann auch ein kleiner Peak da drunter unter die 380. Und aber halt so ein bisschen Gegenbewegung sollte hier dann schon nochmal kommen. Und das Gap, beziehungsweise ja doch die 458,
auch gut möglich, dass es alles nochmal kommt. Und es kann auch immer noch sein, dass das ganze Ding auch nochmal umdreht. Also ich bin jetzt, weiß Gott, nicht irgendwie, wo ich sage, nein, wir sind ja im Long Term, im Daily und wir müssen unbedingt noch auf 13.000. So bin ich ja generell nicht gepolt. Also wer meine Blogs ja halt irgendwie mitverfolgt oder meinen Ansatz, der weiß das halt auch. Das ist mir eigentlich total egal. Und ich versuche halt immer nur irgendwie am Tag halt ein bisschen was einzufangen, da ein paar Punkte mitzunehmen, beziehungsweise halt generell die richtige Richtung halt zu finden. Und das hier sieht jetzt schon erstmal so ein bisschen übel aus, ja. Also wir haben halt jetzt hier mal, was heißt übel? Also 60 Punkte lange Stundenkerze, das sage ich eher, ja, endlich mal ein bisschen wohler hier am Start und nicht immer nur dieses Gezappel hier mit ein paar Punkten auf der Stelle. Und das heißt, hier passiert ja zumindest mal ein bisschen was. So, aber halt, es ist noch nichts Entscheidendes passiert. Der Long-Impuls, der ist halt nach wie vor intakt, ja. Und ob das Ding halt irgendwann tatsächlich dann nach oben ausbricht oder nicht, weiß der Geier. Also ich hatte ja halt im NFP-Webinar ja auch gesagt, irgendwie so 813, das wäre tatsächlich noch machbar. Und ab dort stoßen wir eigentlich aber schon wieder an die markttechnischen Grenzen vom Abwärtstrend. Das hier ist mir eigentlich schon fast zu früh, dass wir jetzt halt hier irgendwo bei 600 irgendwas da halt irgendwie schon drehen sollen. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass da halt noch ein bisschen was nachkommt und wir entsprechend halt hier auch nochmal oben in diesen Bereich da von gestern halt auch nochmal reinlaufen. Ja, weil wenn jetzt auch hier, der Nelson hat ja vorhin so ein paar News ja auch genannt, und wenn da jetzt halt irgendwie nicht was nachkommt, was jetzt dann halt irgendwie exorbitant schlecht ist, dann wird es meines Erachtens schon eher so sein, dass der eine oder andere dann halt hier auch entsprechend die Gelegenheit nutzt und sagt, ja, erstmal günstiger wieder als gestern, ja, komm, auf geht's, ne? Also das kann halt sein. Ansonsten, wenn wir hier durchfallen sollten, tatsächlich durch die 380, dann, das hatte ich eben auch noch kurz zu zeigen, dann haben wir hier natürlich unten einfach nach dem genau dem gleichen Prinzip das nächste Cluster bei 330 beziehungsweise 329. Und spätestens dort, ja, werden wir eine Bewegung sehen, die dann halt eher, also mal angenommen, er macht es hier runter, dann würde ich mal ganz stark tippen, dass wir das hier kriegen. Ja. So, ab wo es dann dahin geht, steht auf dem anderen Blatt, aber das ist schon sehr, sehr wahrscheinlich dann, wenn es wirklich am Stück kommen sollte. Gut, also, kann ich mich selber mit Ruhm habe ich mich heute nicht bekleckert hier, muss ich halt auch mal fairerweise sagen, aber es kann ja auch nicht jeden Tag super laufen. Gestern waren es irgendwie 52 Punkte ganz sauber im DAX, heute waren es dann halt mal ein paar Minuspunkte. Aber das ist schon okay. Alright, also sehr schön, dass ihr alle da wart, dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Womit jetzt keine Schadenfreude gemeint ist. Das finde ich immer ganz, ganz grenzwertig. Und bedanke mich natürlich auch hier bei Nelson, der um 7 Uhr aufgestanden ist heute im Gegensatz zu mir. Ich war ein bisschen später an, glücklicherweise. Und natürlich danke auch an FX Flat hier fürs Webinar. Und wir sehen uns, ich weiß es gar nicht, der Nelson weiß es, wahrscheinlich in 2 Wochen oder so halt wieder zum Live-Trading. Eventuell ja tatsächlich nächste Woche, wenn es dabei bleibt. Nächste Woche Live-Trading. Nein, kein Live-Trading, aber da hören wir uns nochmal Also, zum Webinar. ja, nee, ich meinte ja Live-Trading-Webinar, genau. Zwei Wochen. Ja, ansonsten klar, nächste Woche, da kommt schon noch was. Da sehen wir uns. Gut, also ich wünsche euch was, passt auf euch auf und mach mal einer ein bisschen was am Wetter. So ein bisschen kühl für Juli, ein bisschen mehr Temperaturen würden hier schon gehen. Und dann kann man auch was anderes machen, als immer nur auf Kerzen zu starren. Also, bis dahin, der Nelson hat aber gerne das letzte Wort. Ich sage an der Stelle trotzdem schon mal Dankeschön und Tschüss. Ja, vielen Dank, Dirk. Überhaupt keine Schadenfreude. Inhaltlich war absolut alles top. Und bedanke mich mal natürlich bei dir auch für deine Zeit und natürlich auch bei den Teilnehmern. Schön, dass sie auch wieder dabei waren. Ja, Dirk hat eigentlich alles schon gesagt. 2 Wochen höchstwahrscheinlich dann wieder Live-Trading und ansonsten gerne nächste Woche. Da wird es dazu noch eine Ankündigung geben. Da können Sie schon mal sehr gespannt sein. Also bis dahin noch einen erfolgreichen Tag, noch eine schöne Woche. Passen Sie auf Ihre Position auf und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss.